Die Ludwigshafener Eberthalle liegt inmitten des idyllischen Ebertparks. Sie ist die große Multifunktionshalle im südwestdeutschen Raum und ist ein wahrer Verwandlungskünstler. Kulturelle Veranstaltungen mit einem Großaufgebot an Mitwirkenden und aufwendiger Technik sind in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle bestens beheimatet. Selbst Orchester in ganz großer Besetzung finden auf der geräumigen Bühnenfläche bequem Platz. Was mir in der Ebert-Halle besonders gut gefällt, ist die Flexibilität. Wir brauchen für unsere Konzertveranstaltungen eine große Orchesterbühne und seitlich zwei Showbühnen. In der Ebert-Halle kein Problem. Durch den Aufbau der Bühne mit Bühnenpodesten ist eine beliebige Abstufung möglich. So können wir 3 Meter Tiefe, 4 Meter Tiefe, 5 Meter Tiefe, je nach unseren Bedürfnissen, selbst bauen und genau auf unsere Wünsche abstimmen. Die Eberthalle ist außerdem offen für die Aufnahme von Technik in verschiedenster Art, in verschiedenster Größe. Wir brauchen zum Beispiel für den Ton eine große Line Array. Kein Problem, man kann sie an beliebigen Stellen in der Eberthalle einhängen. Oder wir brauchen Platz für sehr viele Moving Heads, Moving Lights, also für kopfbewegte Scheinwerfer. Auch hier kein Problem mit dem großzügig dimensionierten Lichtgitter. Durch die neue Umgestaltung der Halle mit den Akustikwänden ist die Akustik jetzt außerdem für Pop- und Rockkonzerte ideal. Die variable Gestaltung des Bühnenbereichs sorgt für eine ansprechende Szenerie. Die hervorragende Akustik in der Halle und der Einsatz modernster Veranstaltungstechnik lassen den Besuch von Konzertveranstaltungen in der Friedrich-Ebert-Halle zum kulturellen Hochgenuss werden.